Ja, hallo Leute, ich bin's wieder, euer Charlie. Diesmal hier aus meinem Mineralienkabinett in Kirspe. Ja, ich wollte jetzt mal so einen kleinen Vlog starten über Mineralien und über meine Sammlung, um ein bisschen Infos zu geben. Wir gucken uns mal einige Steinchen an. Ich nehme ein Thema immer heraus, wo man was finden kann und was man zu erachten hat dabei. Und ich zeige euch noch ein paar schöne Aufnahmen von Mineralien. Und dann wünsche ich euch viel Spaß dabei. So Leute, dann starten wir heute mal mit der Grube am Grünbleiberg bei Niedergelpe. Das liegt bei Gummersbach im Oberbergischen Kreis. Bevor jetzt das Gejammere losgeht, ach Gottes Willen, jetzt holt er die alten Kamellen wieder raus. Die Fundsituation, wie die heute ist, weiß ich leider nicht. Ich habe gehört, dass da wohl die Waldbesitzer nicht hoch erfreut sind, da Sammler zu sehen. Aber warum? Ich war so vor 10 Jahren das letzte Mal da. Und wollte euch die Grube dann mal vorstellen. Also, wie gesagt, die Mineralien der Grube. Ja, Hauptmineral, der Pyromorphit, der da überhaupt in ganz, ganz tollen Ausführungen vorkommt, sie wirklich hier in der Gegend einmalig sind. Ja, mein Video-Equipment kommt mir hier sehr entgegen. Da habe ich mir auch richtig Unkosten gestürzt. Bei mindestens 2000 Euro sollte man ausgeben, wenn man anständige Filme machen will. So, hier habe ich schon mal eine Stufe mit Pyromorphit von der Niedergelpe, vom Grünleichberg. Und die ist auch sehr reich besetzt. Ist eine Handstufe. Sowas heute zu finden, naja, da gehört mir also ein bisschen Glück zu. Ja, hier habe ich eine Stufe vom Grünleichberg mit ziemlich großen Kristallen. Die kann man schon mit dem Auge sehen. Die sind also so fast 1 Zentimeter groß. Das ist der größte Kristall, also zwischen 5, 8 mm groß. Ja, das ist eine wunderbare Stufe, aber eine Kleinstufe. Ja, also Leute, Binokularaufnahmen hier durch das Glasi kann ich leider nicht machen, weil das funktioniert irgendwie nicht. Mit dem Handy kann ich das. Ich versuche das ganz einfach mal. Hier also nochmal die Stufe mit dem Pyromorphit von dem Grünbleiberg bei Niedergelpe. Hier nochmal ein größeres Stück mit Pyromorphiten, wie man sie so früher gefunden hat, da im Grünbleiberg. Ja, man muss sich das so vorstellen, da war ein richtiges Loch im Wald, haben wir gebuddelt. Ja, und dann haben wir uns dieses Geschmeide da rausgeholt. Ja, und wenn wir ganz viel Glück hatten, da fanden wir da sogar Zerosit. Allerdings entweder in ganz großen Kristallen, die auch sofort kaputt gingen, oder aber in solchen kleinen. Ja, da gibt es immer so eine Fummle hier, damit man das gerade unter das Bino kriegt. Aber da gibt es so seine Tricks. So Leute, das habe ich jetzt soweit geschafft. Die Stufe ist unter dem Bino. Dann nehme ich mal das Handy. Ja, öffne da mal die Kamera. Und dann schauen wir mal. So, also ich lege das einfach oben drauf. Moment, da. So. Dann mache ich eine Aufnahme. So. Ja, das fertige Resultat sieht dann so aus. Da kann man noch eine Ausschnittsvergrößerung machen. Aber das kommt dann in diesen Film rein. Ja, also der Zerosit vom Grünbleiberg, da gibt es schon schöne Stufen zu finden. Aber man muss suchen und heute, wie gesagt, sehr schwierig. Ja Leute, hier habe ich noch ein paar kleine Mikromounts, aber auch Kleinstufen mit Pyromorphit, mit nadeligen Pyromorphit, aber auch den Pyromorphit, der Tageslichtfluoreszenz aufweist. Ja, das kann ich dir nur nicht zeigen, weil wir haben hier leider nur Kunstlicht und die Sonne scheint nicht. Sonst würde nämlich diese kleinen Kristallchen von 2 mm Größe richtig aufflammen. Ja, kann ich aber wie gesagt nicht zeigen. Wir gucken uns das auch noch mal an durch das Binokular und ich mache da noch mal ein paar Handyfotos und dann könnt ihr euch die Mineralien auch begucken. Ja, hier haben wir ihn, den tageslichtfluoreszierenden Pyromorphit. Oh oh.
Ist ziemlich schwierig aufzuzeichnen hier mit dem Handy. Ja, liebe Leute, das war's dann mit der Vorstellung des Pyromorphits vom Grünbleiberg und auch den Zero-Sitz, die Stufe, die ich gezeigt habe. Es ist ziemlich schwierig, weil teilweise muss man hier mit einem Binokular arbeiten. Es war eine ziemliche Schrauberei mit den Objektiven, aber es hat ja im Endeffekt gereicht. Es ist ein kurzer Beitrag geworden, shit egal. Nächstes Mal werden längere, versprochen. Ich habe noch einige Mineralien vorzustellen. Wir haben hier noch Quarze, was weiß ich, Kalzit, was das häufigste Mineral des Sauerlandes ist. Ich habe auch hier echte Raritäten mit dem Carbonatronit, ja, oder den Montbrillonit, also Mineralien, wo ihr wahrscheinlich noch nie was von gehört habt. Ja, dann sage ich jetzt mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Und wir hatten früher bei den Trüffelschweinen, also als ich noch aktiv war, immer den Gruß Trüff, Trüff. Und damit will ich mich auch verabschieden von euch. Also herzliches Trüff, Trüff und bis zum nächsten Mal.